Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinas. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal mit dabei und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ihr Lieben, der Titel, der verrät es schon. Wir packen heute nochmal was zusammen aus, denn ich habe mir was bestellt und ich bin sehr gespannt. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Video eben schon mal gedreht, ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass irgendein Pfeifen im Ton war. Und ich glaube, es liegt an dem Gimbal, den ich habe, weil ohne den Gimbal ist dieser Ton nicht da. Naja, es ist wirklich echt ärgerlich, ja. Aber okay, wir gucken in das Paket jetzt dann nochmal zusammen rein. Und zwar, ich zeige es euch. Es ist ein Paket von Humi Natural, denn ihr wisst ja, beim Gewinnspiel, wo ihr übrigens noch mitmachen könnt, da war etwas dabei, was ich für mich auch gerne hätte. Die Leute, die aufgepasst haben, können es sich denken, es war der Banksia-Zapfen. Und genau, und dann habe ich einfach noch ein bisschen was dazu bestellt. Auch nur ein ganz bisschen. Naja, okay, also, pass auf, Leute. Wir starten direkt mal. Und zwar habe ich mir geholt verschiedene, ja, natürliche Dekorationsstücke für das Aquarium. Das erste, es ist so schade, dass ich, jetzt ist dieser Überraschungseffekt von mir weg, ja, weil ich euch eben halt direkt so beim ersten Mal auspacken mitgenommen habe, aber okay. Naja, auf jeden Fall habe ich mir, ja, so Verschiedenes geholt, unter anderem dieses Objekt. Ich zeige, also passt auf, ich weiß, ganz unten ist ein Zettel drin, wo halt steht, was ist denn, ich kann es mir nicht merken, leider. Also, passt auf, das, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist nicht die Badamschote, weil ich finde, das sieht sehr ähnlich aus, sondern die Buddha-Nuss. Genau. Also die hatte ich auch schon mal und jetzt wollte ich sie nochmal haben, weil ich das ganz, ganz cool finde. Und an dieser Stelle erzähle ich euch schon mal direkt, weil das wusste ich nämlich auch nicht. Das habe ich dann bei einem Video von Humi Natural gesehen. Da hat die Nina uns aufgeklärt, wenn wir diese Sachen ins Aquarium packen, dann saugen die sich ja mit Flüssigkeit voll und dann schließen die sich wieder. Ja. Und um das zu vermeiden, ist es gut, wenn man das halt ins Aquarium packt und dann einen Stein hier reinlegt, damit sich das nicht schließen kann. Weil man könnte es theoretisch im Nachhinein, wenn es sich denn dann vollgesaugt hat und wieder geschlossen hat, auch nochmal versuchen zu öffnen. Aber meistens, oder es besteht dann die Gefahr, dass wenn man das auseinander macht, dass es dann kaputt geht. Deshalb hier schon mal den Tipp für euch, falls ihr euch auch sowas holen solltet, dass ihr einen Stein reinpackt. Ja, bis es sich vollgesaugt hat und dann könnt ihr den da auch wieder rausholen. Genau, und das gilt hier für dieses Objekt, aber auch für die anderen, die ich euch jetzt zeigen werde. Passt auf. Jetzt muss ich wieder hier drauf schauen, denn ich habe es mir tatsächlich nicht gemerkt. Sehr kompliziert. Sororoka Palmenfrucht. Oh Gott. Das ist dieses Individuum. Ich finde es sehr, sehr cool. Und es ist riesig. Ich habe gar nicht gedacht, dass es so riesig ist. Und auch hier wieder muss ich auf jeden Fall irgendwie was reinlegen, ne, damit sich, wenn, ja, damit sich das halt nicht schließt. Oh. So, dann habe ich mir noch, ja, um das dann mal direkt zu vergleichen, auch die Badam-Schote geholt. Ja, die war ja im Gewinnspiel. Sah das ja aus wie ein Herz. Hier ist es jetzt, naja, auch ein krüppeliges Herz halt. Ich zeige euch die Froschmaulschote. Ja, da habe ich mir zwei geholt. Ne? Sehen auch, wie ihr seht, sehr unterschiedlich aus. Da habe ich euch ja gesagt, Donald Duck, ne? Kommt ihm irgendwie sehr nah, wie ich finde. Ach ja, das war so strange. Bei diesem Teil hier, der Name davon, Bolsa de Pastor. Also vielleicht spricht man es auch anders raus. Gar keine Ahnung. Das ist so, ja, hier oben so ein bisschen fisselig, das staubt auch und von innen sieht es dann so aus. Seht ihr das? Staubt. Hatte ich auch schon mal, ja.
Finde ich auch richtig cool. Haben wir den Lotus-Pot. Leute, sieht das nicht crazy aus? Ich weiß jetzt, da hätte ich vielleicht recherchieren müssen, warum das jetzt Lotus-Pot heißt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr, sehr dunkel. Da könnte ich mir vorstellen, dass es sehr viele Huminstoffe abgeben könnte. Aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Werden wir ja dann sehen. Ich werde das, denke ich mal, auch in verschiedene Aquarien packen, damit man auch ja, besser beurteilen kann, was sich denn wie färbt. Bei dem Ding hier habe ich zuerst gedacht, es wäre dieser Apfel, weil da gibt es sowas Ähnliches. Das heißt genau, also das heißt Apfel, das heißt natürlich nicht so. Das ist Talami. Ich habe halt auch echt überhaupt kein Hintergrundwissen, wo das herkommt. Und aber sieht auf jeden Fall crazy aus und hat auch wieder recht viele Versteckmöglichkeiten. Bin ich gespannt. Jetzt kommt das, weshalb ich da bestellt habe. Ja, habt ihr das schon gesehen? Und ich habe mir sogar gemerkt, wie es heißt, weil ich das halt so feiere. Ja, und ich war sehr neidisch, dass ich es halt nicht habe und ihr gewinnen könnt. Und naja. Und zwar der Bankzieher-Zapfen. Der hat mich ja irgendwie echt, der hat mich gekriegt. Ich weiß auch nicht. Und da habe ich mir dann direkt 3 Stück bestellt. Und dann könnt ihr schon mal sehen, wie unterschiedlich die aussehen, ne? Ein kleines Überraschungspaket quasi. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, schließen sich diese Teilchen hier auch. Also da müsste man dann ja irgendwie so Lavabuchstückchen oder so reinstecken, bis sich das halt vollgesaugt hat. Und dann sollte das auch offen bleiben. Und Leute, warte, das muss ich euch zeigen. Das sah so... Warte, welche Seite war das jetzt? Ich glaube, die Seite war das. Es sieht aus wie so ein kleiner, dicker Schmetterling. Oder nee, eher wie so eine dicke Motte mit so kleinen Flügeln. Ob sie überhaupt fliegen kann. Aber ja, so eine übergewichtige Motte. So sieht es irgendwie aus. Und dann, jetzt muss ich wieder nachschauen, weil das habe ich mir... Ah, ein ganz komischer Name. Dieses kleine Teil hier. Jezetiba. Oder vielleicht spricht man das auch anders aus. Ich weiß es nicht. Finde ich mega, mega cool. Also das hatte ich auch schon mal. Und das hält sich auch eine ganze Zeit lang. Weil... da kann ich euch jetzt natürlich noch keine Berichte zu geben, wie lange sich was hält und wie schnell sich irgendwas zersetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Froschmaulschote wahrscheinlich sehr lange halten wird, weil sie auch sehr hart ist. Und das ist auch recht hart. Also das, da weiß ich halt auch, ne, weil ich es schon mal hatte, das hält sich lange. Also wer zum Beispiel keinen Bock auf diese Tonröhren hat und da lieber so Naturprodukte hätte, ne, ja, das wäre eine Möglichkeit, weil das... hält sich halt lange. Ja, und so, weiß ich nicht, für Wels oder so, als Versteck oder als Höhlenersatz. Dann habe ich hier noch jede Menge Tütchen. Die habe ich halt alle auch schon aufgemacht. Ich habe aber auch echt die schlechte Angewohnheit, meinen Ton zwischendurch nicht zu prüfen. Ja, richtig ärgerlich. Naja. Wo fangen wir denn mit an? Ja gut, die Brombeerblätter, die habe ich tatsächlich nicht bestellt. Die habe ich so mitbekommen. Finde ich sehr, sehr lieb. Da finde ich auch verrückt, dass sie halt mit so viel Aufwand getrocknet werden, ja, weil also für die Leute, die selber schon mal Blätter getrocknet haben oder das vielleicht auch noch aus der Kindheit kennen, dass man die damals immer so zwischen Bücher gepackt hat, damit die bloß glatt, also flach bleiben, so. Und weil ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei meinen Eltern steht so ein Walnussbaum im Garten, riesig großer, und da mache ich mir im Sommer immer so ein paar Zweige ab und dann hänge ich mir das so mit einer Schnur an den Balkon und sieht dann immer aus wie so bei einer Kräuterhexe. Ja? Und da ist es so, da kräuseln sich die Blätter dann halt. Ne? Das passiert natürlich, wenn man da so aufwendig trocknet, nicht. So sieht es natürlich auch ansprechender aus, als wie wenn ich das mit meinem Balkon mache und nicht presse oder so. Ja, genau. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und da freue ich mich, dass ich danach was extra bekomme. Okay. Dann haben wir noch die Kasuarinenzapfen. Auch unterschiedliche Größen. Ja. Und sehen so aus. Und das ist ja auch, die könnt ihr ja auch im Gewinnspiel gewinnen. Ne? Die waren ja, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Paket mit drin, aber ja, da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Genau, gefallen mir auch sehr, sehr gut. Also da kann ich mir auch vorstellen, mit Babygarnelen und so, dass die sich da ganz gut drin verstecken können. Ich bestellt Maulbeerblätter. Ja?
Und da habe ich eben schon gesehen, ist das ein Maulbeerblatt, Leute? Also wahrscheinlich schon. Aber normalerweise sehen die so aus. Also gut, das ist jetzt geknickt, aber ne, haben so diese Form und das ist irgendwie. Was ist passiert? Was ist passiert? Wenn ich jetzt Ahnung hätte von Biologie und so, Botanik oder weiß ich nicht, dann würde ich es jetzt wahrscheinlich wissen. Aber ja, würde wohl auch eins sein, denke ich mal. Ja. Dann haben wir die Bakuli-Früchte. Die habe ich auch für mich bestellt. Das ist. Genau, das könnt ihr auch im Gewinnspiel gewinnen. Was jetzt schon wieder Werbung fürs Gewinnspiel. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe, es sind ja so viele Kommentare, ne? Und ich habe immer noch nicht, also ein paar hatte ich gelesen, aber vielleicht ein Sechstel von dem, was geschrieben wurde. Weil ich hab dann auch gedacht, okay, naja, ist halt auch zeittechnisch bei mir mal ein bisschen schwierig, muss ich dazu sagen. Deshalb antworte ich auch immer recht spät, Leute. Es tut mir so leid. Genau, und dann habe ich mir so gedacht, ach komm, bevor ich jetzt den Leuten antworte, vielleicht schaffen wir die 100 Kommentare. Weil sobald ich antworte, dann die Kommentare werden ja auch gezählt und dann weiß ich ja nicht mehr, wann haben wir denn irgendwann mal auf diesem Kanal 100 Kommentare geknackt. Und es ist passiert, Leute. Es sind 100 Kommentare. Ja, und auch, ich glaube, erst seit heute Morgen oder so. Finde ich richtig. Warte, warum braucht es denn ein Gewinnspiel, das 100 Menschen kommentieren? Könnt ihr mir das erklären? Das ist ein Witz jetzt, ne? Ich kann es mir schon denken. Aber ja, man hat ja auch nicht immer zu jedem Video irgendwas zu sagen, weiß ich selbst. Und ich kenne das auch von mir, meistens gucke ich meine Videos auf YouTube über den Fernseher und da kann ich eh nicht kommentieren, so. Kann ich nicht mal liken. Ja. Aber ja, deshalb, nee, ist schon okay, Leute, ist okay. Dann zeige ich euch jetzt noch die Kakaoblätter. Und das ist so verrückt, wie groß die sind. Also ich meine, man kann es sich denken, aber ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass sie so groß sind. Denn, Leute, guckt euch das an. Ich kann mich quasi dahinter verstecken. Ja, riesig, riesig. Das ist auf jeden Fall nichts fürs Nano-Aquarium, würde ich mal sagen. Also vielleicht schon, aber dann könnte schwierig werden. Oder man macht es klein. Aber dann geht natürlich die Optik verloren. Mir ist auch was runtergefallen, aber das habe ich euch schon gezeigt, oder? Die Marmonia-Kapseln. Nee, habe ich euch nicht. Jetzt hätte ich fast das Beste vergessen. Weil ich finde, diese Dinger hier, die sind einfach. Check it out. Die sind wie gemalt, Leute. Wie gemalt. Oder? Ich finde es immer wieder crazy, was die Natur alles hinkriegt. Also, ja, bin ich immer wieder erstaunt. So, das war auf jeden Fall das, was ich mir gekauft habe. Und dann habe ich auch noch so Leckerchen bekommen. Oh, ist falsch rum. Leckerchen. Das finde ich sehr aufmerksam und sehr lieb. Auch wenn ich es nicht essen werde. Denn ich bin irgendwie auf Dauerdiät. Auch wenn es nicht funktioniert. Ne? Naja, aber ich habe liebe Menschen, die sich darüber freuen werden. Das ist meine Bestellung gewesen. Und ich freue mich schon riesig, wenn ich diese ganzen Sachen ausprobieren kann. Und ich muss mir echt einen Plan machen, weil ich ja euch auch. Gut, dass das keine Geschenke sind. Ich muss mir ja dann auch einen Plan machen, wo ich was reinpacke, damit ich euch auch genauestens berichten kann, was wie dolle färbt. Weil für mich ist das relevant. Für mich ist sowas relevant, ja. Wenn man das nicht so mag mit den braunen Tönen, auch wenn es gut ist und so, ja, das lassen wir mal dahingestellt. Lassen wir mal so außen vor. Aber ja, ich bin da einfach kein Fan von. Dann Thema Abkochen. Das ist ja immer wieder eine Thematik, wo ich mich schon oft gefragt habe, ist das die richtige Wahl? Also, weil dadurch werden natürlich Strukturen von diesen Sachen zerstört, wo ich mir vorstellen könnte, den, soll ich schon wieder sagen, Verwesungsprozess, Abbauprozess beschleunigt und eventuell vielleicht auch dazu führen könnte, dass irgendwas gammelt. Also das ist jetzt nur so mein Gedankengang, ne? Deshalb bisher habe ich sowas, auch Wurzeln und so, nie abgekocht. Also ich wasche die ab, ja, und auch warm oder heiß. Aber so dieses Abkochen, dieses minutenlange Abkochen oder weiter, dann
ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich denke dann immer so ein bisschen, in der Natur passiert das halt auch nicht. Und ja, ich weiß, Flüsse und keine Ahnung was, wenn an diesen Sachen was dran sein sollte, was auch immer, dann wird das natürlich abtransportiert und hat nicht die Möglichkeit, in einem kleinen Raum irgendwie sich zu vermehren und keine Ahnung. Ich bin da zwiegespalten. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Wie macht ihr das? Also, es würde mich mal interessieren. Ich glaube, das ist auch wieder sowas, das macht jeder anders und da hat jeder andere Erfahrungen, weiß ich nicht, aber irgendwie, bisher habe ich es nie gemacht. Humin Natural, so jetzt habe ich es richtig gesagt, nicht wieder Liquid Natural oder, ach oh Gott. Die sind auch auf der Aqua Expo. Thema Aqua Expo bin ich diesmal 3 Tage da. Ja, ihr wisst, also die Leute, die schon länger schauen, letztes Jahr, ich war genau 2 Stunden da. Also ich bin hingefahren. Meine erste Runde ist immer, ich gucke, was es gibt. Und ich fahre auch immer sehr früh morgens, damit da keine Menschen sind. Weil ich so eine leichte. Ich fühle mich nicht so wohl, wenn so viele Menschen um mich herum sind. Also, weil die Halle, die wird schon richtig, richtig voll. Richtig unangenehm. Voll. Dass man das riechen kann, was die Leute ausatmen, so voll ist das. Ja, und man wird sehr oft angerempelt. Vor allem als kleiner Mensch, so wie ich. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich diesmal länger da. Genau, nee, ich war noch am Erzählen. Ich mache dann immer 2 Runden. Also die erste Runde, ich gucke, was es gibt und rechne schon mal schon so, ob das in mein Budget passt und ja. Und die zweite Runde ist dann immer, dass ich die Sachen dann in meine Tasche packe. Ich habe die natürlich bezahlt und dann fahre ich wieder nach Hause. Und das ist so verrückt, weil, naja, die Aqua Expo hat ja viel mehr zu bieten als nur die Stände. Ja, es gibt auch Conteste, Schwimmcontest und Aquascaping-Test. Ich wollte gerade sagen Aquascaping-Duell, aber das ist, nee, das ist das nicht. Genau. Und aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, habe ich das immer nur so zur Shoppingtour genutzt. Und dann freue ich mich das ganze Jahr drauf und dann bin ich halt auch wirklich nur so kurz da. Es ist eigentlich nicht, macht nicht so viel Sinn, aber naja. Bis dato war es auch so, dass ich von der Aquaristikszene nicht viele Leute kannte. Und ja, was soll man dann da? Ne? Aber für dieses Jahr habe ich mir tatsächlich vorgenommen, freitags hinzufahren und sonntags zurück. Das heißt, ich bin 3 Tage da für euch. Ja, weil ich mir gedacht habe, es wäre ja mal ganz nett, wenn man sich auch mal kennenlernt. Vor allem auch die Leute, die halt immer hier kommentieren. Da finde ich das auch für mich sehr interessant, diese Menschen dann auch mal irgendwie persönlich kennenzulernen, weil ja, immer nur so über das Kommentar. Weiß ich nicht. Dann stellt man sich natürlich vor, ja, wie die Person so ist, aussieht, keine Ahnung. Das ist ja total abstrakt. Also was soll man sich da groß vorstellen? So ein Name sagt halt nichts aus. Ne? Naja, auf jeden Fall, genau, sind das so die 2 Punkte, warum ich halt länger bleibe. Und scheut euch nicht, Hallo zu sagen, wenn ihr Bock drauf habt. Gerne. Ich werde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und ja. Aber hab's ja auch schon mal in einem Video gesagt, dass ich bereit bin für Gespräche. Und ja, bin einfach super gespannt, wie das auch für mich wird, weil ich ja eigentlich ein Mensch bin, ne? Ja, der halt ein bisschen zurückhaltend ist. Man das vielleicht gar nicht von den Videos denkt, aber das ist halt dieser Safety Place, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Ich bin halt hier alleine vor meiner Kamera und ja, genau. Aber freue mich trotzdem sehr, sehr dolle, wenn ich irgendwen von euch da treffe und ja, wir uns auch unterhalten können. Und ich bin auch super gespannt auf Huminatural. Ich werde der Nina auch Hallo sagen. Nina, wenn du das siehst, hast du Bock auf ein Interview? Ja, stimmt, das habe ich euch gar nicht erzählt. Das habe ich vor. Ich habe das vor. Ich kann euch nicht sagen, ob ich es so umgesetzt bekomme, wie ich es mir vorstelle. Weil introvertiert und so. Aber ich versuche es, ich versuche es, ja. Und ich glaube, dass das für euch bestimmt auch ganz interessant ist, nicht nur die Expo zu sehen, so, ja, da gab es einen Medaka-Stand und einen Diskus-Stand und da gab es Butze Falandrin, sondern auch mal mit den Leuten zu quatschen, beziehungsweise für euch zu hören, was die so zu sagen haben, ne? Genau, und ich wünsche mir so sehr, Leute, dass der Butze Falandra-Stand von letztem Jahr da ist. Ich wünsche es mir, weil letztes Jahr gab es so pinke Butze Falandrin, also so rosa-pink. Und da sollte eine 25 € kosten. Und da habe ich mir noch so gedacht, nee, ich gebe doch jetzt nicht 25 € für eine scheiß Pflanze aus. Aber Leute, es ist ein Jahr rum und ich denke da immer noch drüber nach. Das heißt, wenn dieses Jahr dieser Stand da ist und wieder diese Butze Falandrin,
dann kaufe ich mir das. Ja. Und ich fahre diesmal auch gar nicht hin, um zu shoppen. Also ich meine, gut, das eine oder andere kommt dann vielleicht schon in den Warenkorb. Aber geplant ist es nicht unbedingt, außer die Butze Falandra. Das steht fest, es sei denn, die sind nicht da. Zeigt mir doch mal, wer von euch auch dahin kommt. Es würde mich riesig interessieren. Ein paar, also eigentlich die meisten haben mir gesagt, dass sie nicht hinkommen. Von denen, die auch immer schreiben, wo ich mir dachte, okay. Naja, dann vielleicht nächstes Jahr. Ja, und ich glaube, von einer Person habe ich gehört, dass sie da ist. Das ist kein guter Schnitt, Leute. Warum fahrt ihr denn nicht dahin? Eintritt 10 Euro. Da seid ihr mit dabei. Ihr müsst ja nichts kaufen. Einfach nur mal gucken, komm. Naja. Naja, und die ganzen Leute von Instagram werde ich sehen. Da bin ich auch gespannt. Freue mich auf jeden Fall auf euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. You're my soul.